Und jetzt darf ich ganz herzlich bei uns begrüßen Ayman Masiyek, den Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime in Deutschland. Herzlich willkommen, Ayman. Vielen Dank, liebe Freunde, liebe Demonstrantinnen. Es ist wunderbar, hier oben zu stehen. Ihr glaubt gar nicht, was für einen wahnsinnig tollen Ausblick ich habe auf so viele tausenden Menschen, so viele Demokratinnen und Demokraten, so viele, die für die Einheit stehen und sagen, wir sind unteilbar. Dankeschön. Und das ist nicht selbstverständlich, dass das unteilbar auch für Muslime in unserem Land gilt. Und viele muslimische Gemeinden sind hier und dort dabei. Sie sagen, wir sind unteilbar, wir gehören zu diesem Land. Der Islam, die Muslime gehören zu diesem Land, gehören zu Deutschland. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass ich hier oben stehe. Wie viel Druck mussten unsere Organisatoren aushalten, weil Spalterer, weil Demagogen gesagt haben, mit ihrer Islamfeindlichkeit, mit ihrem Extremismusvorbehalt gegen Muslime, lasst sie nicht sprechen. Sie versuchten uns zu spalten, sie versuchten uns auszusortieren, sie versuchten hinzubekommen, dass Muslime nicht an diesem Ort, an diesem Tag zusammen mit euch gemeinsam diese Demonstration abhalten. Sie haben es nicht geschafft und auch dank der Organisatoren und vielen Dank für eure Unterstützung. Es ist leicht, in die Kamera reinzurufen, No to Racism, aus der Komfortzone heraus. Aber was bedeutet Kampf gegen Rassismus? Was bedeutet Kampf gegen Menschenfeindlichkeit? Gegen die Abwertung von Minderheiten und Gruppen im Alltag? Das ist die eigentliche Aufgabe, die bevorsteht. Insofern ist es einfach, das zu sagen. Und die MeToo-Bewegung hat ja deutlich gemacht, was es bedeutet, wenn weiße Männer über den Rassismus schwadronieren und erklären, wie viel und ob überhaupt dieser Rassismus in unserer Gesellschaft gibt. Jawohl, gibt es den, aber nicht, indem wir sie aus der Komfortzone erklären, sondern dass wir auf die Straße gehen und da sagen, unteilbar, Rassismus gehört nicht hier auf diesen Straßen, gehört nicht hier in unserem Land. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Hoyerswerda, Heidenau, Chemnitz, das sind alles Mahnmale. Haben wir nichts gelernt? Mölln, Solingen, rassistische Morde an Mama Serbini inmitten Dresdner Gerichts. Haben wir nichts gelernt? Bis heute unaufgearbeitet NSU-Terror, über 1000 Anschläge auf geflüchtete Unterkünfte im Jahre. Jeweils über 1000 antisemitische und antimuslimische Straftaten 2017. Und wir haben nichts gelernt? Nein, ich glaube das nicht mehr. Es sind die Verharmloser mit ihren Betroffenheitsritualen. Es sind die, die den Rechten und Populisten nachplappern und nacheifern. Es sind diese, die diese Hetzer und Hasser dann immer wieder stärker machen in unserem Land. Deshalb müssen wir hier auf die Straße gehen. Deshalb müssen wir als Mehrheit und deutlich sagen und Flagge zeigen, dass das nicht geht. Und bevor es zu spät ist. Denn es geht am Ende nicht nur um Flüchtlinge oder irgendwelchen Minderheiten, die werden meist als Sündenbock vorgeschoben. Es geht darum, dass wir weiter unsere Einigkeit, unser Recht, unsere Freiheit erhalten wollen und oder sie durch Weggucken verraten. Deshalb nicht mehr warten, deshalb unteilbar. Einigkeit, Recht und Freiheit ist des Glückes Unterpfand, so heißt es in der Strophe. Ihr seid alle hier. Ihr seid das Glück, ihr seid unser Glück. Vielen Dank. Doch was machen wir mit denen, die sich unsere freiheitlichen Demokratie entgegenstellen? Sollen wir sie auch umarmen oder mit Hass begegnen? Jeder Angriff auf eine Kirche, auf eine Moschee, auf eine Synagoge ist ein Angriff auf unser Land, auf unsere Gesellschaft. Deshalb raus aus der Komfortzone, um ein Zeichen zu setzen für gesellschaftlichen Zusammenhalt, Haltung zu zeigen, damit unser Land nicht gespalten wird. Die überwältigende Mehrheit hat genug von Hass und den Spaltern einer lautstarken Minderheit. Und wir reichen denen, die verstehen wollen, unsere Hände, unser Herzen des Friedens und Versöhnung. Dennoch sagen wir klar, keine Toleranz der Intoleranz, kein Hass und keine Menschenfeindlichkeit auf unseren Straßen und im Netz, kein Antisemitismus, nein zum antimuslimischen Rassismus, nein zu jeder gruppenspezifischen Menschenfeindlichkeit. Und wenn also Menschen, weil sie eine andere Hautfarbe,
eine andere Religion oder weil sie homosexuell sind, mit dem Leben bedroht oder diskriminiert werden, dann stellen wir uns solidarisch quer, auch und als Muslime allemal. Dann stellen wir uns schützend vor diesen und werden ihre Freiheit und unsere Freiheit verteidigen. Wir gehen heute auf die Straße, weil wir Verantwortung für unser Land tragen, weil wir unsere freie und demokratische Gesellschaft verteidigen gegenüber denen, die mit Menschenfeindlichkeit und Rassismus eine andere Republik werden wollen. Spätestens nach diesem Tag muss klar sein, wählt und schart euch niemals hinter den Ewiggestrigen, die im Gewande von Populismus, Hass und Verachtung auf bestimmte Gruppen unserer Gesellschaft aus den Fugen nehmen. Rassismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Rassismus ist anders. Rassismus ist nichts anderes als die Kapitulation vor der Unmenschlichkeit. Wir stehen hier, um unser Land wach zu rütteln. Wacht auf, bevor es zu spät ist. Wir stehen hier, damit keiner danach sagt, oh, das habe ich nicht gewusst. Wir sind viele. Wir sind für die Menschen da. Wir sind nicht für den Hass da. Wir sind nicht für den Rassismus und für die Spaltung da. Einigkeit in Vielfalt, leben und leben lassen. Lasst uns gleich losziehen. Wir sind viel. Wir sind viel.